Hallo zusammen, mein Name ist Andreas Wilke. Ich bin Technical Solution Engineer bei Docker. Heute würde ich Ihnen gerne das Thema Docker Run bzw. Orchestrate mittels Swarm näher bringen. Docker Swarm ist eine Möglichkeit der Orchestrierung von Docker-Containern. Docker Swarm ist eine Orchestration-Lösung, die out of the box mit jeder Docker-Engine dabei ist. Allerdings, wie Sie es hier sehen, mit der gestrichelten Linie ist das eine optionale Komponente. Es gibt Kunden, die nutzen verschiedene Lösungen für Orchestration von Docker-Containern. Wir als Docker selber haben eine eigene Lösung entwickelt, die optional ist und genutzt werden kann optional. Der Weg, wie das Ganze installiert werden kann, ist relativ simpel. Es gibt zwei unterschiedliche Typen von Nodes, die innerhalb eines Docker-Swarms genutzt werden kann. Das eine ist ein Docker-Node-Manager, das andere ist ein Docker-Node-Worker. Es gibt ein paar Technologien wie TLS mit einer eigenen CA, die wir halt nutzen, um die Kommunikation zwischen Workern und Managern abzusichern. Dazu gibt es auch noch ein internes Load Balancing, auf das wir auch noch in einem extra Video detailliert einsteigen werden. Es gibt ein Service Discovery Tool, es gibt ein Distributed Store, der mitkommt, und es gibt Networking Technologies wie zum Beispiel ein Overlay-Netzwerk. Wie gesagt, es ist sehr einfach, den Swarm-Cluster zu erstellen. Wir werden das gleich auch mal machen innerhalb einer Demo-Umgebung, nur damit Sie mal sehen, wie schnell es möglich ist, einen Orchestrator mit Swarm über mehrere Engines hinweg aufzubauen. Und von Haus aus ist die Idee halt, den Docker Swarm so sicher wie möglich zu machen. Eines der Komponenten, die dabei halt genutzt werden, ist das Prinzip der Trennung zwischen Managern und Workern. Das heißt, innerhalb eines Swarm würden sogenannte Manager erstellt. Die Manager selber bilden eine sogenannte Quorum, damit sie hochverfügbar sind. Um einen hochverfügbaren Swarm-Cluster zu erstellen, brauche ich mindestens eine ungerade Anzahl von Managern, in dem Fall, wie in der Grafik dargestellt, drei Manager. Sie erstellen eine Quorum-Gruppe über diesen Manager hinweg, was letzten Endes auch mein internal verteilter Data Store ist, der von allen UCP-Managern gleich genutzt werden kann. Die RAF-Technologie schützt den Swarm-Cluster auch gegen den berühmt-berüchtigten Network Brain Split, das heißt, dass Teile meines Swarm-Clusters wegbrechen. Zum Beispiel, wenn ich einen gestretchten Swarm-Cluster über zwei Rechenzentren mache und ich sag mal, die linke Seite, wo jetzt ein UCP-Manager oder zwei von betroffen sind, würde wegbrechen, dann wäre dieser rechte Manager in dem Fall isoliert und die anderen beiden UCP-Manager würden dann weiterlaufen und könnten einen Leader unter sich ausmachen. Sollte das Netzwerk dann wiederkommen, würden sie automatisch miteinander synchronisiert werden. Das schützt uns genau vor diesem Ausfall. Neben diesem Prinzip von Managern haben wir halt UCP-Worker. Die einen davor schützen, dass sie mit dem Least-Privilege-Recht arbeiten. Das heißt, sie haben nur die Rechte, Tasks innerhalb eines Swarms auszuführen und nicht mehr und nicht weniger. Sollte es jemals möglich sein, dass ein User oder eine Applikation innerhalb eines Containers ausbrechen sollte und auf einem UCP-Worker landet, dort ist keine Möglichkeit, weiteren Schaden anzurichten und einen weiteren Workload zu starten oder zu stoppen, weil es gar keine Informationen darüber hat, welche Container-Workload außerhalb dieses UCP-Workers noch zur Verfügung stehen. Innerhalb von einer Universal Control Plane, abgesicherten Swarm-Cluster, müssen sich alle Admin und User gegenüber des Swarm-Clusters authentifizieren. Das heißt, sie brauchen ein Token, ein gültiges Token. Das ist unabhängig davon, ob Sie die UI, die API oder die Command-Line-Option nutzen, sodass nicht jeder hier tun und lassen kann, was er möchte gegenüber eines UCP-geschützten Swarm-Clusters. Innerhalb des Swarm-Clusters gibt es dann auch die Möglichkeit, die Docker-Trusted Registry laufen zu lassen, einen externen Load Balancer dafür zu nutzen, das Load Balancing zu machen. Die meisten Kunden nutzen das Ganze auch, um eine zentrale DTA zur Verfügung zu stellen, die von mehreren UCP-geschützten Swarm-Clustern genutzt werden kann. UCP kann problemlos an existierende Logging-, Monitoring-Informationen, LDAP, Active Directory und an eine externe CA angebunden werden oder halt an existierenden Image Storage, den ich nutzen kann, um das über meine DTA-Replikas zur Verfügung zu stellen.
Kurzer Hinweis noch, die DTA-Replikas werden ebenfalls mit Raft abgesichert, sodass hier die gleichen HA-Anforderungen gelten wie bei UCP-Manager. Wir nutzen innerhalb von einem Swarm-Cluster Mutual TLS. Das heißt, der Swarm-Cluster selber bringt eine eigene CA mit, die auch durch eine externe CA ersetzt werden kann. Allerdings jeder Node innerhalb des Swarm-Clusters hat ein eigenes Zertifikat, mit dem er sich eindeutig authentifizieren muss. Das Ganze gilt natürlich bidirektional. Bedeutet, dass jeder Manager jedem Worker vertrauen sollte und jeder Worker jedem Manager vertrauen sollte, innerhalb des Zertifikats und Informationen, wie die eindeutige ID des Swarm-Clusters, wie die eindeutige ID des Hosts und wie die Funktion, ob Manager oder Worker mit hinterlegt, sodass jeder direkt festlegen kann, mit wem er hier innerhalb des Swarm-Clusters gerade am Kommunizieren ist. Eine der Dinge, die den Swarm-Cluster so einfach zu managen machen, ist halt die Möglichkeit, dass ich alle Zertifikate innerhalb eines Swarm-Clusters automatisch rotieren lassen kann. Das bedeutet, dass ich alle Zertifikate mehr oder weniger auf Knopfdruck austauschen kann. Wie das Ganze funktioniert, das sehen Sie hier in dem Video, was ich unten verlinkt habe, an Minute 23 und 40 Sekunden. Sehen Sie das Beispiel, wie wir auf der DockerCon 2015 es gezeigt haben, dass wir alle 5 Sekunden alle Zertifikate innerhalb des Swarm-Clusters rotieren lassen können. Das Gleiche gilt auch für die Tokens. Das heißt, wenn ich einen Swarm-Cluster erstelle und einen zusätzlichen Manager, damit ich aufnehmen möchte, dann brauche ich einen Manager-Token. Wenn das für einen Worker-Node erfolgen sollte, bräuchte ich ein sogenanntes Worker-Token. Alle diese Token kann sich beliebig häufig rotieren lassen. Damit wir sehen, wie einfach das ist, einen Swarm-Cluster zu erstellen, kann ich es jedem empfehlen, sich ein wenig mit der Seite play-docker.com auseinanderzusetzen. Dort bekommt man eine Umgebung, wo man sehr schnell mehrere Instanzen von Docker Engines sicherstellen lassen kann. Hier haben wir zum Beispiel eine Instanz mit einer Docker Engine. Und wenn wir uns hier Docker Version anschauen, haben wir auch immer die letzte Version der Docker Engine im Einsatz, mit der wir auch dann testen können. Wenn wir einen Docker Swarm erstellen wollen, müssen wir letzten Endes nur ein Kommando beherrschen und das ist das Docker Swarm Kommando. Und mit init wird ein neuer Swarm-Cluster erstellt. Allerdings ist es so, bei dieser Play-with-Docker-Umgebung ist es so, dass jeder Docker-Engine zwei IP-Adressen hat, sodass ich festlegen muss, auf welche der IP-Adressen der Docker-Swarm nachher erreichbar ist. Sodass ich hier mit Docker-Swarm init minus advertise address, ich sage jetzt mal Ethernet 0, ist mein Swarm-Cluster über diese IP-Adresse, weil dieses Ethernet 0 ist, erreichbar. Wenn ich jetzt weitere Systeme in den Swarm-Cluster mit hinzufügen möchte, brauche ich, wie ich das eben gesagt habe, das sogenannte Token, was für die Worker-Nodes gültig ist. In dem Fall kann ich mir das hier mal schnell kopieren. Erstelle mir eine neue Instanz, gehe auf den Node, mache hier ein Paste und füge diesen Node hinzu. Mal gucken, dass die Zeilenumbrüche auch sauber mitkopiert werden. Das ist natürlich gerade nicht der Fall, deshalb machen wir einen Atom-Editor gerade auf. Das ist auch das, was die ganze Sache am meisten verzögert, dass es, wenn Sie Zeilenumbrüche mit drin haben, den Swarm-Cluster mit aufzunehmen. Dann das 3 anlegen. Kopieren wir das mal gerade hier rein. Nochmal kopieren. Also das hier nochmal kopieren. Die Zeilenumbrüche hier rausnehmen. Bis wir dann nur noch ein Kommando haben. Und zwar ist das das Kommando Docker Swarm Join im Gegensatz zu init. So, dann müsste das F natürlich hier wieder dran nehmen. Gebe die IP-Adresse und den Port an, auf dem der Swarm erreichbar ist. Jetzt kopiere ich das Ganze nochmal, gehe auf meinen zweiten Node, füge das Kommando hier ein. Ich hoffe, dass es auch funktioniert. Copy-Paste ist heute nicht mein Freund. Alle sehen schon, es ist da. Dauert nur etwas länger. Okay.
Und jetzt habe ich einen zweiten Worker in den Cluster mit aufgenommen. Und wenn ich jetzt hier auf Docker Node LS gucke, sehe ich halt, dass ich jetzt hier schon einen 2-Node-Cluster habe, wobei ich einen Manager habe und einen aktiven Worker. Jetzt kann ich mir noch eine Instanz hinzufügen, mit noch einer Docker Engine drauf und kann das gleiche Kommando hier nochmal ausführen. Weil die Verbindung hier gerade nicht so schnell ist. Und dann sehen wir halt, dass wir einen zweiten Worker mit in den Cluster aufnehmen. Warten wir gerade noch, jetzt kann man zurückkommen. Und jetzt sehe ich, dass ich hier einen zweiten Worker mit drin habe. Warten wir noch gerade. Wie er zurückkommt. Die Verbindung ist sehr langsam. Und somit kann ich dann sehr schnell einen Cluster, jetzt habe ich hier schon zwei Worker-Nodes aufbauen und wenn ich das möchte, dass ich einen Manager mit aufnehme, muss ich mir das Manager-Token holen. Das Token für den Manager unterscheidet sich ein bisschen. Das kopieren wir uns jetzt mal gerade hier weg und tauschen das Token hier einfach aus, weil das Manager-Token ein anderes ist als das von den Workern. Wenn wir jetzt hier wieder Copy machen und eine weitere Instanz uns hochnehmen, hier reingehen, das kurz reinkopieren, dann sollten wir einen Manager mit aufgenommen haben. Wenn wir jetzt hier drauf gucken, in Docker Node LS machen, dann sehen wir auch, dass wir einen zweiten Manager mit in den Cluster haben und zwei Worker-Nodes. Und so kann ich dann halt ganz schnell hingehen und einen 3-Node-Manager Swarm mir aufbauen. Ja. Und hier gehe ich dann halt hin, Docker Node LS, sehe, dass ich jetzt hier drei Manager habe, zwei Worker. Und wenn ich das gleiche Kommando zum Beispiel mal auf einem Worker-Node mache, dann sehe ich auch, dass das nicht möglich ist, weil der Worker keinerlei Rechte hat innerhalb des Swarm-Clusters, dies zu tun. Ja, vielen Dank dafür, dass Sie dieses Video angeschaut haben. Sollte es Fragen dazu geben, wie man ein Swarm-Cluster in UCP etc. aufbaut, wenden Sie sich bitte gerne an Andreas Becke oder Herrn Michael Diemann.